Okay, das Ganze war Vorgeplänkel und wir machen jetzt mit der eigentlichen Mathematik weiter. Es wird in diesem Kapitel um eine sehr wichtige Kategorie von Funktionen gehen, die sogenannten linearen Abbildungen. Vielleicht mal so als Vorgeschichte oder als Motivation, warum man das macht. Eine der treibenden Kräfte bei der Entwicklung der Mathematik ist ja immer die Physik gewesen, weil die Physiker spätestens seit Galileo herausgefunden haben, dass eigentlich die ganzen physikalischen Gesetze, die sie interessieren, sich mathematisch darstellen lassen. Und die analytische Geometrie, mit der wir uns beschäftigen, ist ein extrem wichtiges Hilfsmittel gewesen dafür. Nehmen wir mal so ein klassisches Beispiel, was lange sehr wichtig war. Sie wollen berechnen, wie sich die Planeten um die Sonne drehen. Und Sie wollen dafür ein Gesetz aufstellen. Das lässt sich wunderbar beschreiben, wenn Sie ein Koordinatensystem haben und die Positionen der einzelnen Himmelskörper mit x, y, z-Koordinaten darstellen. Das heißt, Sie würden jetzt zum Beispiel Folgendes machen: Sie malen sich ein Koordinatensystem durch die Sonne durch, dessen Mittelpunkt die Sonne ist. Und dann können Sie zum Beispiel sagen, die Position der Sonne ist 0, 0, 0 und die Position der Erde ist, je nachdem, wie Sie Ihre Koordinatenachsen wählen. Und dann können Sie Formeln aufstellen, die Ihnen besagen, nach welchen Gesetzen sich die Sachen umeinander drehen. Sie können natürlich auch was ganz anderes machen. Sie können zum Beispiel sagen, ich ziehe mein Koordinatensystem durch die Erde durch. Warum nicht? Das entspricht zwar sozusagen philosophisch nicht mehr der Sichtweise der Dinge, die wir heute haben. Früher hat man gedacht, die Erde steht im Mittelpunkt des Universums und alles dreht sich um die Erde. Darum wäre es logisch gewesen, dieses grüne Koordinatensystem zu nehmen. Heute weiß man, dass nicht mal die Sonne im Mittelpunkt steht, aber trotzdem könnte man natürlich sagen, solange mich nur unser Planetensystem interessiert, kann ich die Sonne in den Mittelpunkt setzen. Es kann aber auch sein, dass mich eigentlich mehr interessiert, wo die Planeten und die Sonne relativ zur Erde stehen. Darum wäre es vielleicht praktischer, das grüne Koordinatensystem zu nehmen. Worauf ich hinaus will, ist, wenn ich an physikalischen Gesetzen interessiert bin, also warum passieren Dinge und wieso passieren sie genau so und wie kann ich das zum Beispiel vorhersagen? Es gibt einen bekannten Physiker, Leonard Susskind, der gesagt hat, eigentlich ist die ganze Physik dafür da, Dinge vorherzusagen. Also wenn ich Gesetze habe, kann ich, nachdem ich die Gesetze erkannt habe, sagen, was zum Beispiel morgen sein wird, wenn ich weiß, wie die Planeten heute stehen. Also wenn ich solche Gesetze habe und sie damit ermittelt habe, dann möchte ich, dass diese Gesetze unabhängig vom Koordinatensystem sind. Also wenn ich zum Beispiel herausgefunden habe, mit welchen Kräften sich Erde und Sonne anziehen und dass sich daraus eine elliptische Bahn ergibt, dann sollte das Ergebnis dasselbe sein, egal ob ich das rote Koordinatensystem benutze oder das grüne oder ein ganz anderes. Das sollte nur ein rechnerisches Hilfsmittel sein. Darum werden wir uns jetzt anschauen, wie könnte ein Hilfsmittel aussehen, um von einem Koordinatensystem ins andere umzurechnen. Also angenommen, Sie haben ausgerechnet mit Hilfe des roten Koordinatensystems, wie sich die Erde um die Sonne dreht, sind aber daran interessiert, das Ganze aus Erdsicht darzustellen. Dann möchten Sie gerne wissen, wie kann ich jetzt alles, was ich schon ermittelt habe und von dem ich eigentlich ausgehe, dass das unabhängig von den Koordinaten ist, so umwandeln mit einem bestimmten Mechanismus, damit ich das in den grünen Koordinaten ablesen kann. Und ich dann sozusagen weiß, in welcher Richtung die Sonne von der Erde aus gesehen steht und nicht umgekehrt. Also, was wir brauchen, ist ein Werkzeug zum Umrechnen zwischen Koordinatensystemen. Und es wird sich herausstellen, dass das, was da in der Überschrift steht, diese linearen Abbildungen, dieses Werkzeug sind, die man dann auch noch, werden wir auch noch sehen, auch noch anders interpretieren kann. Aber man kann zum Beispiel erstmal davon anfangen, davon ausgehen, dass man sie betrachtet als Werkzeug zum Koordinatenwechsel. Damit man das machen kann, muss man vielleicht erst nochmal Vektoren im Geiste etwas anders interpretieren. Wenn Sie so ein Koordinatensystem haben, wir fangen mal wieder mit der Ebene an. Und Sie haben einen Punkt, zum Beispiel den Punkt 5, 2.
Dann hatten wir immer ganz frech den Punkt mit seinem Ortsvektor identifiziert. Das heißt, wir würden jetzt sagen 5, 2. Und um zu verstehen, wie lineare Abbildungen funktionieren, ist es ganz gut, sich klarzumachen, was dieses 5, 2 eigentlich bedeutet oder wie man das anders interpretieren kann. Und Sie können das folgendermaßen interpretieren. Die x-Achse zeigt in eine gewisse Richtung und sie hat eine bestimmte Unterteilung, also einen Maßstab. Wenn ich diesen Vektor kenne, das ist der Vektor 1, 0, dann weiß ich beides. Erstens weiß ich, in welche Richtung die x-Achse zeigt, nämlich in die gleiche wie der Vektor. Und zweitens weiß ich, welche Unterteilung die x-Achse hat, das ist nämlich die Länge von dem Vektor 1, 0. Also dieser Vektor ist sozusagen das Entscheidende, damit ich alles, was ich über die x-Achse wissen muss, weiß. Und entsprechend habe ich natürlich einen anderen Vektor, das ist der hier. Das ist der Vektor 0, 1. Der sagt mir alles, was ich über die y-Achse wissen muss. Der sagt, in welche Richtung zeigt die y-Achse und wie lang ist eine Maßeinheit auf der y-Achse. Diese beiden Dinger nennt man die kanonischen Einheitsvektoren. Und wenn Sie ein dreidimensionales Koordinatensystem haben, haben Sie natürlich auch kanonische Einheitsvektoren. Das wären dann dieser und dieser und dieser. Das wären dann im dreidimensionalen Fall die Vektoren 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 1. Dann haben Sie drei Achsen. Für jede Achse haben Sie einen Einheitsvektor, also haben Sie drei kanonische Einheitsvektoren. Die schreibt man häufig mit so einem E. Also hier würde man sagen, das ist der Vektor E1 und hier würde man sagen, das ist der Vektor E2, den ich da hingemacht habe. Dies ist E1, weil man mit der x-Achse anfängt. Und dies hier oben ist dann E2. Und wenn Sie das so darstellen, dann können Sie dieses 5-2 folgendermaßen interpretieren. 5-2 ist doch nichts anderes als der Vektor 5-0 plus der Vektor 0-2. Und der Vektor 5-0 ist doch 5 mal der Vektor 1, 0 plus 2 mal der Vektor 0, 1. Und das sind ja gerade die beiden kanonischen Einheitsvektoren. Also das ist 5 mal E1 plus 2 mal E2. Das heißt, wenn ich irgendwie so einen Vektor wie hier habe, dann bedeuten diese Koordinaten, die da drin stehen, die Komponenten 5 und 2, oder ich kann sie zumindest so interpretieren, die bedeuten dann, wie oft muss ich den ersten Einheitsvektor nehmen, wie oft den zweiten, wie oft den dritten und so weiter, um zu dieser Stelle hinzukommen, für den Punkt 5, 2 zum Beispiel. So, und jetzt können wir über den Wechsel des Koordinatensystems reden, von dem ich ja schon erzählt habe. So, ich zeichne erstmal meine alten Koordinaten hier ein. Ich habe erstmal nur ein Koordinatensystem. Das sieht so aus und ich schreibe es nochmal ran. Das ist der Vektor E1, das ist der Vektor E2. Das ist jetzt also mein altes Koordinatensystem, vielleicht sollte ich hier an den Rand auch mal schreiben, altes Koordinatensystem. Das ist mein neues Koordinatensystem. Zunächst mal, das ist jetzt vielleicht nicht so gut zu erkennen, aber ich sage es Ihnen deswegen extra, diese beiden Achsen stehen, wenn ich das aus der Sicht des alten Koordinatensystems sehe, nicht genau senkrecht aufeinander. Wenn Sie sich mal die Kästchen angucken, werden Sie sehen, dass die neue x-Achse die Steigung ein Drittel hat und die neue y-Achse hat die Steigung minus 2. Das kommt, die sind nicht genau senkrecht, denn sonst müssten die Steigungen ja inverse voneinander sein. Es wird aber noch schlimmer. Ich möchte auch, dass Sie unterschiedliche Maßstäbe haben, die beiden Achsen. Das heißt, die eine Achse soll diesen Maßstab haben. Das ist mein neuer Einheitsvektor, den nenne ich jetzt natürlich nicht E1, dann nennen wir den mal vielleicht B1. Das ist der neue Einheitsvektor. Und die andere Achse soll einen anderen Maßstab haben, diesen hier. Und diesen Vektor nennen wir natürlich dann B2. So, und jetzt kann ich mir einen Punkt rausgreifen und kann den Punkt Koordinaten geben, zum Beispiel in dem neuen Koordinatensystem. Und das mache ich jetzt mal. Ich nehme einen Punkt, den nenne ich mal P.
Und der soll die Koordinaten haben 1,5, 0,5. Und zwar, das muss ich jetzt so ein bisschen deutlich machen, wo das eigentlich gemeint ist, in dem neuen Koordinatensystem. Vielleicht mache ich das mal deutlich mit so einem grünen N unten dran. Also das soll bedeuten, wenn ich in dem grünen Koordinatensystem bin, dann hat dieser Punkt die Koordinaten 1,5, 0,5. Das heißt also, damit ist gemeint 1,5 mal der Vektor b1 plus 0,5 mal der Vektor b2. Also das ist einmal b1, das heißt, ich gehe bis hier ungefähr und dann gehe ich in Richtung des anderen Vektors bis hier 0,5, also hier liegt mein Punkt p. Ich mache vielleicht nochmal so angedeutete Gitterlinien hin, damit man sieht, wie dieses Koordinatensystem funktioniert. Also hier wäre 1, hier wäre 2, hier wäre 3, hier wäre minus 1, so ganz grob. Und dann durch diese Linie durch, das ist die Linie für 1, das ist die Linie für minus 1 und so weiter. Also das wäre sozusagen das Millimeterpapier für das grüne Koordinatensystem. Und da haben wir diesen Punkt, der ist alles nicht so schön gezeichnet, aber der Punkt sollte in der Mitte von diesem grünen Parallelogramm liegen. Das ist der Punkt P. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wie dieser Punkt in alten Koordinaten aussieht. Also wenn ich ganz klassisch, so wie ich das sonst gemacht hätte, mit den alten Koordinaten das ausgerechnet hätte, dann hätte ich hier, müsste ich ja hier sowas irgendwie bekommen. Das heißt, ich würde gerne diesen Wert hier wissen und diesen Wert. Also der entscheidende Punkt ist, was hier schon steht, ist diese 1,5, 0,5 in den neuen Koordinaten heißen ja, das habe ich ja hingeschrieben, 1,5 mal b1 plus 0,5 mal b2. Von b1 und b2 wissen wir aber die alten Koordinaten. Die habe ich Ihnen ja vorhin gesagt. Ich habe sie zwar jetzt nicht hingeschrieben, aber man kann sie aus der Zeichnung ablesen. b1 hat zum Beispiel, wie man sieht, die Koordinaten 3, 1 in alten Koordinaten. Das heißt, ich kann jetzt schreiben, ich scroll das mal ein bisschen weg. Ich kann hierfür schreiben 1,5 mal und für B1 schreibe ich 3, 1 und da muss ich jetzt natürlich aufpassen und muss sagen, das ist jetzt in alten Koordinaten gerechnet. Also 3, 1 sind die alten Koordinaten von B1 plus 0,5 mal und jetzt muss ich ablesen aus der Zeichnung, was ist B2, das ist minus 1, 2, also die alten Koordinaten von B2 wie alt, sind minus 1, 2. Und das ist jetzt eine ganz normale Vektorrechnung. Da kommt jetzt raus 1,5 mal 3, das ist 4,5, das ist 1,5, das sind alte Koordinaten, plus minus 0,5, 1, alte Koordinaten. Also kommt daraus 4,5 minus 0,5, 4 und 1,5, also 2,5, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und wenn wir uns das Bild angucken, dann kann man mit so ein bisschen Liebe mir vielleicht noch glauben, dass das hingekommen wäre. Das sollte, also 4, 2,5 ist eigentlich hier. Wenn ich genauer gezeichnet hätte, hätte ich das getroffen. Was aber jetzt für uns eigentlich wichtiger ist, ist diesen Mechanismus zu verstehen. Also diese Rechnung, die ich hier durchgeführt habe, kann man vielleicht am besten hier erkennen. Diese Rechnung hier. Wie sieht das aus? Was habe ich da eigentlich gemacht? Das können Sie so hinschreiben. Das ist nichts weiter als eine Matrixmultiplikation. Sie können diese beiden hier nehmen, diesen und diesen hier, und schreiben die als Spalten einer Matrix hin. Und dann multiplizieren wir mit den neuen Koordinaten, 1,5, 0,5, die neuen, und bekommen raus die alten. Das ist das, was wir eben eigentlich gerechnet haben. Das heißt, Sie können im Prinzip sagen, diese Matrix hier ist sowas wie eine Maschine, die für Sie von den neuen in die alten Koordinaten umrechnet. Und wie die Matrix aussieht, wissen Sie auch sofort. Sie müssen in die Matrix einfach reinschreiben, die neuen kanonischen Einheitsvektoren in alten Koordinaten. Das heißt, Sie müssen einmal wissen, wie sehen diese beiden roten Vektoren eigentlich aus, wenn ich sie in meinem alten System hinschreibe? Diese beiden roten Vektoren schreiben Sie als Spalten in diese Matrix. Und jetzt können Sie jeden beliebigen Vektor
mit dieser Matrix multiplizieren und bekomme immer automatisch geschenkt die Umwandlung von neuen Koordinaten in alte Koordinaten. Das ist eine Möglichkeit, solche Abbildungen zu betrachten. Ich will zunächst mal sagen, unter welchen Voraussetzungen das klappt. Klappt immer, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Die erste Bedingung ist, beide Koordinatensysteme haben denselben Ursprung. Das ist eine wichtige Bedingung, weil, wenn Sie sich an meine Geschichte vom Anfang erinnern, da ist das nicht so. Da haben wir zwei Koordinatensysteme, die nicht denselben Ursprung haben. Einmal liegt der Ursprung in der Sonne, einmal liegt er in der Erde. Also das Mittel, was wir jetzt haben, würde noch nicht sich eignen, um zwischen diesen Koordinatensystemen umzurechnen, sondern erstmal haben wir nur ein Hilfsmittel, mit dem wir zwischen Koordinatensystemen umrechnen können, bei denen der Ursprung der gleiche ist. Also hier ist der Ursprung der gleiche. Was aber nicht mehr der Fall ist, ist, die Richtungen sind natürlich andere und die Maßstäbe sind auch nicht anders, sind auch andere. Das heißt, das ist keine Bedingung. Eine Bedingung, die nicht so offensichtlich ist, beziehungsweise die man vielleicht sowieso schon voraussetzt, wenn man über solche Begriffe wie Achsen redet, ist, wir müssen natürlich von Koordinatensystemen reden, bei denen wir Geraden als Achsen haben. Das scheint Ihnen jetzt vielleicht völlig klar, aber denken Sie daran, dass wir auch schon über Polarkoordinaten geredet haben. Da haben wir sowas nicht. Also Sie können mit diesem Hilfsmittel, so wie ich das jetzt gemacht habe, mit Matrizen zum Beispiel nicht einfach so zwischen kartesischen und Polarkoordinaten umrechnen. Wir haben ja schon gesehen, dass das ein bisschen schwieriger ist mit Arcus-Funktionen und so weiter. Aber solange Sie die beiden Bedingungen erfüllt haben, beide Koordinatensysteme haben denselben Ursprung und beide Koordinatensysteme sind durch Geraden gegeben, die Achsen sind, können Sie einfach so mit Matrizen umrechnen. Also zweite Bedingung, muss ich noch hinschreiben. Die Achsen sind Geraden. Also ich schreibe es extra nochmal hin, also nicht geeignet zum Beispiel für Polarkoordinaten. Aber ansonsten ist das ein super Hilfsmittel und wir können es jetzt ja mal in Brython ausprobieren und gucken, wie wir das jetzt einsetzen würden, um zwischen Koordinatensystemen umzurechnen.